Hey Leute, willkommen zur 400. Folge von Familie Reus. Ja, nach dieser langen Wartezeit von, ich glaube, 2,5 Monaten etwa, ist es tatsächlich soweit. Wir sind hier in Riverview angekommen, wie ihr hier schon so langsam erkennen könnt. Und bevor ihr eure ganzen Fragen in die Kommentare stellt, hört einfach die nächsten Minuten aufmerksam zu, denn ich versuche euch so viele Informationen wie möglich zu geben zu dem Let's Play, das jetzt weitergehen wird. Wir haben jetzt lang genug gewartet. Ich habe hier an dieser Stadt gebaut. Ihr seht schon, wie sie so grob aussieht. Wer Riverview schon kennt, dem wird das ein oder andere bekannt vorkommen. Und manche Dinge vielleicht auch neu. Aber es ist eine sehr ländliche, sehr gemütliche Gegend, wie ihr sehen könnt. Und ich freue mich drauf, hier zu spielen. Ihr habt hier mal so eine kleine Rundum-Ansicht und eine der ersten Infos, die ich euch geben kann, ist, ich werde auf jeden Fall ein Video zu Riverview machen, zu allem, was ich hier gebaut und umgestaltet habe. Werde euch dann auch die Welt in einer Version zur Verfügung stellen, also als Safe Game werde ich euch das dann zur Verfügung stellen können und dann könnt ihr in der Welt auch spielen, wenn ihr das möchtet. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht alles in der Welt fertiggestellt. Deswegen fehlen noch so ein paar Dinge, die ich hier noch hinzufügen möchte. Und dann wird es dann irgendwann das Video geben. Kann aber noch eine ganze Weile dauern. Also geduldet euch da einfach, was das angeht. Aber das ist auf jeden Fall geplant. Da braucht ihr gar nicht fragen. Das wird alles noch kommen. Da werde ich euch dann nähere Infos zu Riverview geben. Und auch dieses Haus, das ihr hier sehen könnt. Das neue Haus von Familie Reuss, das werdet ihr auch irgendwann als Hausbauvideo sehen können. Allerdings habe ich 18 Stunden oder über 18 Stunden, ausgenommen die ganzen Ladezeiten des Spiels immer mal wieder, an diesem Haus gebaut. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass dann ein Hausbauvideo davon nicht so einfach gemacht ist. Da muss ich natürlich einiges schneiden, einiges wegschneiden, gucken, wie lange es wird. Wahrscheinlich wird es sogar 2 bis 3-teilig sein oder keine Ahnung. Da werde ich nochmal gucken müssen, wie die Videolänge an sich so ist, um das hinzubekommen. Denn ich möchte natürlich, dass das einigermaßen angenehm ist, sich das anzuschauen. Und da werde ich noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Und ja, an dem Tag, an dem ihr dieses Video hier sehen werdet, beziehungsweise an dem das Video rauskommt, startet für mich wieder die Uni. Und das heißt natürlich auch, dass ich ein bisschen weniger Zeit habe, dass ich gleichzeitig mit zur Uni gehen muss, dass ich studieren muss. Und deswegen habe ich halt auch nicht den ganzen Tag Zeit, um mich nur dem zu widmen, um Videos zu schneiden. Deswegen geduldet euch da einfach, was das angeht. Es gibt auf jeden Fall diese Videos irgendwann, aber ich kann sie natürlich nicht schneller gestalten oder machen, als es meine Zeit erlaubt. Deswegen, wie gesagt, wartet einfach ab, geduldet euch einfach. Durch Nachfragen werde ich definitiv nicht schneller fertig. Wenn überhaupt, dann werde ich länger brauchen, weil ich dann angenervt bin von Leuten, die mich fragen, wann das und das kommt und ich dann keine Lust habe, mich darum zu kümmern. Das ist eher das, was passieren wird. Deswegen kann ich euch immer nur empfehlen, bei allen Projekten, die ihr gern wieder sehen würdet, einfach nicht nachfragen. Es ist nicht so, als würde ich die Projekte vergessen oder als hätte ich keine Lust drauf oder sowas, sondern es ist einfach die Sache, dass ich keine Zeit habe, dass irgendwie die Kreativität oder sonst was fehlt, dass ich es einfach nicht schaffe, das Projekt zu machen. Wenn ich es machen könnte, dann würde ich es natürlich machen. Es liegt nicht daran, dass ihr nicht nachfragen würdet. Also nachzufragen und immer wieder zu fragen, wann kommt XY, ist wirklich das Letzte, was sinnvoll wäre, bei mir zu tun. Das ist einfach ein Tipp für euch, was es immer wieder Leute machen. Und ich bin ganz froh, dass ihr bei Familie Reuss wenig bis gar nicht nachgefragt habt. Ich danke allen von euch, die da geduldig gewartet haben, bis Familie Reuss wieder weiterging. Es waren ja jetzt auch nur 2,5 Monate, also es hätte auch länger sein können. Ich hatte schon längere Pausen mit Familie Reuss. Und freue mich auf jeden Fall, hier weiterzumachen, denn Riverview ist echt eine coole Stadt. Und da würde ich auf jeden Fall sehr gern drin spielen. Und ein paar weitere Infos werde ich auf jeden Fall auch noch euch nennen, aber da warten wir erstmal kurz. Warte mal, du hast jetzt gar nicht. Du sollst das Pferd führen, bitte. Genau, du gehst dann nämlich hier hin. Ich habe, glaube ich, auch noch gar nicht die Tore abgeschlossen. Schließen für Tiere und Tiere. Genau, du kannst dann hier hingehen und du nimmst dann Flame mit und gehst dahin. Und dann können die drei nämlich die Pferdis hier reinführen.
Das ist bestimmt auch ein cooler Anblick. Toffi inspiziert erstmal die neuen Objekte, das ganze Haus. Ich werde euch auch so einen kleinen Rundgang zu dem Haus machen, natürlich. Wir sind hier ja den ersten Tag und ihr kennt das Haus natürlich noch gar nicht, denn es gibt ja auch noch kein Hausbauvideo. Dann könnt ihr das ja noch gar nicht wirklich kennen. Aber guckt euch doch mal hier diesen kleinen, diesen Gang mit den Pferden an, wie sie hier alle reinkommen. Das ist doch mal ein Anblick, oder? Und ja, ich muss ein paar Screenshots machen. Das gehört ja wohl dazu. Das hier. Na. Oh Gott, jetzt kommt auch noch das Portal. Ja, wir sind gerade hier in die Welt gezogen. Natürlich kommt dann erst noch das Zukunftsportal. Wartet, Objekt löschen. Als ob ich sowas brauche. Gut, dann haben wir die ganzen Pferdis hier hingepackt. Und natürlich kommt noch das Universitätsmaskottchen. Das auch keine Sau braucht. So, dann können wir das Tor auch mal wieder schließen. Das ist nämlich ganz cool. Wir haben jetzt hier aus Late Night dieses Tor. Damit gilt unser Grundstück auch als prominenten Grundstück. Das ist mir schon aufgefallen mit den anderen Haushalten. Das fand ich ganz lustig. Ja, und jetzt haben wir hier alle unsere Pferdis hingepackt. Und die sind dann hier auf der Koppel. Eine Sache noch, die hatte ich vergessen zu machen. Ich hätte gern hier noch ein zweites Tor. Da wäre ganz gut. Gut, weil dann können die nämlich auch von der einen zur anderen Koppel wechseln. Wenn das sonst vom Platz nicht reichen würde, weil ich nämlich keine Ahnung habe, ob das vom Platz her so in Ordnung ist. Auf jeden Fall habt ihr hier dann genug Platz. Das ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. Kann eigentlich einer von euch irgendwelche handwerklichen Dinge? Ja, du so ein bisschen. Dann kannst du ja mal ein bisschen automatisches Auffüllen upgraden. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und du kannst vielleicht hier mal ein bisschen Heu verteilen. Gucken, ob sie das hinbekommt von da aus. Wir werden ja sehen. Und dann kannst du vielleicht mal hier ein bisschen die Körbe werfen, ausprobieren. Und Amelie, wo rennst du denn lang? Ich dachte, sie spielt mit der Rutsche. Naja, wir werden es sehen. Du sollst doch hier mit der Rutsche spielen. Oder macht das irgendwelche Probleme? Na, wie süß. Sorry, falls ihr jetzt nicht sofort hundertprozentig alles euch erzähle. Kannst du ihn bitte abhauen? Gerion? Moment. Bisschen zurücksetzen. Dann ist er abgehauen. Sehr schön. Und schaffst du es? Nein. Okay. Dann setze ich das mal draußen hin. Ich würde das aber eigentlich gerne den Heuhaufen da drin behalten, weil ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus, das da drin zu haben. Aber dann können wir hier ja so ein bisschen Heu verteilen und dann kann ich das wieder reinstellen. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie, dass das da drin steht. So als Lager quasi für das Heu. So, wie sieht das bei dir aus? Ich hatte ehrlich gesagt noch nie diesen Basketballkorb verwendet. Das ist eins der Store-Objekte, die mir erst vor kurzem geschenkt wurde. Und ich hab das halt einfach mal hier verwendet auf diesem Innenhof, weil hier sehr viel Platz ist. Und weil ich das doch ganz cool finde, so einen Basketballkorb mal zu haben. Und hier finde ich, passt der ganz gut hin. Und hopp. Und natürlich ist der Stalker-Eiswagen auch wieder hier. Und die kleine Amelie hat auf jeden Fall auch ihren Spaß hier bei dem Wasser, auch wenn sie das als Wasserverschwendung ansieht, aber ja, na gut. So ist das eben. Was könnten wir noch machen? Wir können noch ein bisschen Trampolin springen. Ja, ihr seht, allgemein haben wir einen richtig großen Innenhof hier. Wir haben halt wirklich einige Aktivitäten. Ich bin auch nicht zu 100% zufrieden mit der Aufteilung des ganzen Innenhofs hier. Ich habe ja einigermaßen wahllos ein paar Objekte hier platziert, wie ihr sehen könnt. Vor allem hier haben wir wirklich sehr, sehr viel Platz. Vielleicht kommen da mit der Zeit auch noch ein paar Objekte hinzu und noch ein paar weitere Dekorationsmöglichkeiten. Aber das kann ich noch nicht so genau sagen, ob da jetzt noch was hinzukommt oder nicht. Da werden wir einfach mal gucken. Wie das dann so läuft. Aber warum habt ihr denn jetzt alle... Jetzt haben die alle... Naja, ist egal. Ist egal, dass die da die... das Zaumzeug dran haben. Das sollte die ja, glaube ich, gar nicht stören. Ja, also der Innenhof ist auf jeden Fall
Ist auf jeden Fall groß gestaltet. Und ja, ich würde sagen, dass du tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr Heu verteilen kannst. Und wir haben wieder Hühner. Ich weiß nicht, wer halt noch in Generation 1 von Familie Reuß dabei war. Erinnert sich vielleicht noch an die Hühnchen, die wir damals hatten in dem allerersten Haus. Und ich dachte mir, die hole ich mir wieder, weil wir sind irgendwie wieder quasi auf einer Art Bauernhofgelände hier auf. Ja, es ist schon eher ein Pferdehof. Ich habe es immer als Pferdehof bezeichnet, wo wir halt wirklich viel Platz für die Pferde haben. Und ja, dachte mir, hier passen noch die Hühner ganz gut hin und da in der Ecke haben sie sich ganz gut gemacht. Deswegen haben wir hier auch ein paar Hühnchen. Wir haben zwei Koppeln, wie ihr sehen könnt. Und dann haben wir hier ein Gebäude. Das ist ja einerseits ein Stall, andererseits ein Partyraum oder ein Partygebäude und aber auch ein kleines Gewächshaus. Und dann haben wir hier das Hauptgebäude mit Garage. Also ja, alles so ein bisschen kombiniert. Und wir haben auch mal wieder einen Pool. Obwohl wir hatten vorher auch einen Pool in dem Kombinations oder in dem Reihenhaus, würde ich es eher nennen. Aber jetzt haben wir hier halt unseren eigenen abgetrennten Pool, den ich ganz cool finde. Also ich finde den Poolbereich eigentlich ganz cool. Und ja, ansonsten haben wir hier noch eine kleine Sitzecke und dann ist der Rest halt wirklich tatsächlich einfach Aktivitäten vor allem. Was ist mit dir? Oh nein, bist du runtergefallen? Oh, das ist natürlich nicht cool. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, wenn wir mal die Küken haben. Dann kann die Kleine auf jeden Fall mit Küken spielen. Und ich würde mal sagen, ich sollte euch dann noch so ein bisschen das Haus zeigen. Eine Sache auf jeden Fall noch, die drei Haushalte. Also sowohl Sophia, Leon, Julian, Amelie und die vier Tiere, als auch natürlich Mika und Maya und Luena in ihrem eigenen Haushalt. Und Jamie und Luisa mit der kleinen, mit dem kleinen Kater Kasper in ihrem dritten Haushalt, eigenen Haushalt, findet ihr ab sofort im Sims 3 Exchange. Ich werde euch auch. Ja, werde ich euch noch die Dropbox-Links geben? Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie in einen Ordner packen kann oder sowas. Dann gebe ich euch das auch noch mit. Findet ihr in der Videobeschreibung den Dropbox-Link und für den Exchange braucht ihr einfach nur auf meine Sims 3-Seite schauen. Da solltet ihr das finden. Da habe ich euch die drei Haushalte jeweils einzeln dann zur Verfügung gestellt, alle umgestylt. Da habt ihr hoffentlich das Video letzte Woche gesehen. Und ja, das Haus kommt dann natürlich zum Download, sobald ich das Hausbauvideo gemacht habe. Ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie so, dass ich immer das Hausbauvideo mit dem Download-Link kombiniere. Fragt mich nicht wieso, das hat sich bei mir irgendwie so eingebürgert. Hier haben wir jedenfalls dieses Zweitgebäude. Das besteht jetzt zum einen aus diesem Stall hier, den ihr sehen könnt. Warte mal, wir gucken mal, ob ich das so zeigen kann. So habe ich mir das bisher auch noch nie angeguckt, aber ich finde. Das sieht ganz cool aus. Hier den Stall. Ihr seht schon, wir haben nur einen tatsächlichen Pferdestall. Und den Rest habe ich hier halt so stallähnlich gestaltet quasi. Also, dass das hier, kann man sich vorstellen, dass hier tatsächlich die Pferde drinstehen in ihren Boxen. Aber halt, das halt kein wirklicher Stall ist, so ein riesiger, weil ich einfach auch keinen so einen riesigen Stall machen wollte. Der hätte ja würde wirklich richtig viel Platz beansprucht, wenn ich hier drei oder vier Ställe in der Richtung gebaut hätte. Also wenn ich drei oder vier davon hin platziert habe. Und mit den Boxen sieht das halt einfach ein bisschen besser aus, finde ich. Also es ist halt nicht so groß, aber es macht trotzdem Sinn, dass die hier sind. Und dann werden wir die Pferde dann einfach nachts hier hinschicken, dass sie dann sich da hinstellen und schlafen. Und ja, viel mehr ist der Raum auch nicht. Da kommt dann halt wieder der Heuballen hin. Der andere Teil des Gebäudes, wie ihr schon sehen könnt, ist halt kein Stall. Da haben wir halt einmal diesen Zwischenraum mit ein paar Aufbewahrungsmöglichkeiten. Das hier ist Custom Content. Da sind tatsächlich Sachen drin. Aber das ist halt nicht so eine hässliche Schatztruhe aus Reiseabenteuer, die halt einfach meiner Meinung nach überhaupt nicht in dieses Haus passt. Sondern es ist halt so eine schicke Korbkiste. Und die finde ich ganz cool. Also mal ein bisschen neuen Custom Content in meinem Spiel. Ich versuche da ja wirklich bei Sims 3 so wenig wie möglich zu nutzen, weil das auch nicht wirklich dem Spiel gut tut. Aber ja, was diese Sache angeht, finde ich das ganz cool. Und wollte ich auf jeden Fall haben. Die Kiste kann man ja nicht wirklich als solches nutzen, aber die ist ja halt tatsächlich als ganz normale Kiste nutzbar. Und dann haben wir hier noch so ein kleines Alles-in-Eins-Badezimmer. Das habe ich jetzt erst kurz vor der Folge hinzugefügt, weil ich mir dachte, sollte man vielleicht schon hier haben. Und ja, deswegen habe ich das hier hinzugefügt. Sag mal, wir müssen irgendwie noch. Genau, der Hund. Ich brauche hier irgendwie noch Aktivitäten für die alle. Du solltest dann vielleicht mal duschen gehen, wenn du damit fertig bist.
damit die alle sich hier ein bisschen beschäftigen können. Ich weiß auch schon, wie wir den Abend verbringen. Ich glaube, da werde ich auch gleich mal für sorgen, dass das passiert. Genau, du machst noch die Upgrades. Das passt alles soweit ganz gut. Und dann können wir hier nämlich uns mit Toffi ein bisschen beschäftigen. Hier, du kannst. Das ist schon okay, dass du ein Schwimmer bist. Dann können wir dich mal bürsten und den Bauch kraulen und streicheln und reden. Und dann veranstalten wir mal kurz eine Party. Denn ich dachte mir, ja, was ist denn typischer für einen Umzug als eine Einweihungsparty? Deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall eine Einweihungsparty schmeißen. Klar, macht natürlich quasi jeder. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob Einweihungsparty wirklich das. Ob die dann lang genug bleiben, aber wir werden es ja erleben. Ungezwungene Kleidung. Und wen laden wir ein? Natürlich Maya, Mika, Jamie, Luisa, Uwe und Ian. Und Svenja können wir auf jeden Fall auch einladen. Die anderen kennen wir ehrlich gesagt nicht wirklich. Deswegen laden wir die jetzt alle ein. Und die Party beginnt um 17 Uhr. Ich würde sagen, du kannst vorher noch eben ein bisschen was grillen. Wie wäre es mit Fish and Chips? Dann kommen die hoffentlich alle hierher. Und dann kann ich euch in der Zeit natürlich auch den Partybereich hier zeigen. Wir haben einmal hier, wie gesagt, das Gewächshaus. Da ist noch nichts gepflanzt. Wir sind ja gerade erst eingezogen. Mal gucken, da werden wir bestimmt noch ein bisschen was anpflanzen. Ich dachte, das passt halt einfach hier in dieses Gebäude. Und dann haben wir hier diesen kleinen Partyraum mit einer Bar, mit einer Karaoke-Maschine, Sitzmöglichkeiten, ein bisschen Musik und sonst noch ein paar mehr Sitzmöglichkeiten. Ohne Tischtennisplatte. Ihr werdet sehen, im Riverview stehen überall Tischtennisplatten verteilt. Das heißt, ja, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen was mit zu tun haben. Du kannst auf jeden Fall mal duschen gehen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Und du kannst dann eigentlich auch hierher kommen, wenn du mit dem Upgrade fertig bist. Wie geht's dem Pferdi soweit? Ah ja, genau. Hier, was das Heu angeht. Können wir hier mal ein bisschen verschieben. Objects an. Ich bin mal gespannt, wie lange die erste Folge gehen wird. Ich möchte auf jeden Fall noch die Party machen. Und ja, die erste Folgen sind meistens so ein bisschen wirr und hin und her und alles, aber. Ich hoffe, das passt so einigermaßen. Ihr werdet ja sehen, die nächsten Folgen werden dann hoffentlich wieder ein bisschen geordneter sein. So, dann können wir hier einmal mal reintun. Dann kann da ein bisschen rumliegen. Oder allgemein können wir einfach hier so eine Heuecke hinmachen, oder? Hier so in dem Bereich. Das ist doch eigentlich ganz gut. Und dann können die Pferdis ja jederzeit hier sich Heu holen. Die können ja auf beide Koppeln gehen. Gut, dann sollten die soweit eigentlich ganz gut versorgt sein. Wir müssen natürlich ein Auge auf die halten. Wir wissen ja, Pferde können sich irgendwie nicht so gut selbst versorgen, warum auch immer. Und oh, wenn du schon mal dort bist, solltest du am besten direkt mal hier den Napf füllen. Oder beide Näpfe füllen. Wie viel Gourmetfutter hast du denn dabei? Ach, nur die zwei. Ja, nee, aber dann mach das schon mal. Weil bevor dann all die Gäste kommen, sollten wir halt erstmal das Gegrillte gemacht haben. Wo ist Jamie denn hingegangen? Hier. Ich hoffe, ihr kommt auch rein, Leute, ne? Ihr könnt ja ruhig auch alle reinkommen. Hier seht ihr auch, wie die ganzen Sims umgestylt sind. Oh, sie hat sogar was zu essen mitgebracht. Cool. Aber wir werden natürlich trotzdem unser eigenes Essen hier kochen. Sind wir gespannt, wo sie alle hingehen. Ich hoffe, dass sie alle auch reinkommen. Leider haben wir jetzt niemanden, also keine Kinder mit dabei, denn das einzige Kind, was wir bisher ja haben, was aus unserer Familie ist, die Luena. Und Luena ist ja noch ein bisschen klein. Die wird ja dann nun auch nicht mit zur Party kommen. Oh, und Mika probiert Basketball ein bisschen aus. Das ist cool. Dann sind wir noch mal gespannt, wer hier was so macht und wer sich hier wie beschäftigt. Und das Haus kann ich euch auch noch ein bisschen zeigen. Ihr seht es ja hier schon. Hier haben wir die Küche. Im Hausbauvideo werdet ihr natürlich ein bisschen eine bessere Tour von allem sehen. Und auch im Let's Play an sich werdet ihr natürlich ein bisschen mehr Einblick darüber bekommen, wie hier alles so aussieht. Oh, und Ian bringt einen Kuchen mit. Oh, wie cool. hier haben wir die Küche in Grau- und Rottönen gehalten.
Dann haben wir hier das Wohn- und Esszimmer. Sehr schlicht von der Farbgestaltung her. Hat für mich irgendwie so ein bisschen was von einem Möbelkatalog, wie ich finde. Aber es ist irgendwie so ein bisschen Sophias und Leons Stil. Dann haben wir hier den Eingangsbereich mit ein paar Pflänzchen, die ich ganz cool finde. Und ja, sonst was halt so eine Garderobe ist. Und dann hier oben haben wir natürlich die Schlafzimmer. Hier das Schlafzimmer von Sophia und Leon. Und ihr Badezimmer mit dunklen Fliesen und ansonsten so Grüntönen. Dann haben wir hier noch das Büro von Leon. Ah ja, apropos. Ah nee, Leon ist noch gar nicht dort. Okay. Aber du bist schon fertig. Genau, dann kannst du ja eigentlich mal hier rüber gehen. Hier gibt es nämlich auch gleich Essen. Oh, und da steht auch schon überall das Essen rum. Ist das geil. Ist das super, wie viel Essen hier überall rumsteht. Mich begeistert das ja. So, du kannst ja eigentlich mal hier ein paar Fish and Chips essen, oder? Das würde ich schon sagen. Du kannst ja eigentlich auch mal hier die Gäste rufen. Ja, du kannst ja mal die Gäste zum Essen rufen. Du kannst stattdessen da mal einen Teller nehmen. Du kannst dir vielleicht auch mal da einen Teller nehmen. Und du kannst vielleicht auch von da einen Teller nehmen. Und dann könnt ihr alle mal gemütlich gemeinsam essen. Das wird doch cool. Ich bin mal gespannt. Okay, Ian hat was Komisches an. Wir sind mal alle gespannt, wie viele Leute hier dran essen können oder ob hier die Objekte das vielleicht blockieren. Oh, Mädel, jetzt blockierst du den Platz für deinen Bruder. Ah. Lies mal. Einfach mal gucken, wie viele Leute hier ranpassen. Oh, könntest du bitte einfach einen Teller nehmen, Sophia? Danke. Also in den nächsten Folgen werden wir uns dann natürlich auch die Stadt noch ein bisschen näher anschauen. Das ist ja keine Frage. Aber heute dachte ich mir, weihen wir natürlich unseren Umzug ein, weihen wir hier das neue Haus ein und beschäftigen uns natürlich hier mit dem Grundstück. Wenn wir schon mal hier sind, kann ich euch gleich auch gleich die Garage zeigen. Die sehen wir hier. Hier habe ich auch noch als eine der letzten Dinge die Waschmaschine hinzugefügt, weil ich die auch vorher vergessen hatte. Finde ich ganz lustig. Also hier haben wir noch den Waschbereich, dann haben wir hier den ganzen Nektar noch von Philips Zeiten und natürlich auch zwei Autos. Das dunkelblaue Auto ist neu und das rote kennt ihr vielleicht noch. Das ist noch vom Umzug. Ja, und ansonsten halt nur so ein paar Regale und ein bisschen Krempel, der hier halt rumsteht. Und dann haben wir hier im Obergeschoss, wie gesagt, Leons Arbeitsraum oder Arbeitszimmer. Wo er halt hier allein arbeiten kann, was eigentlich ganz gut ist. Vorher war er immer im Schlafzimmer. Und hier haben wir noch einen Fitnessraum, vor allem für Sophia natürlich, die sportbegeistert ist. Dann haben wir hier ein Badezimmer für alle gemeinsam quasi mit ein paar süßen Kinderdekorationen. Oh, die finde ich so cool. Vor allem diesen Häschenzahnbürstenhalter. Und dann haben wir hier Julians Schlafzimmer oder Julians Zimmer quasi. Mitten im Bett. Oh nein. Also eigentlich habe ich die Bettwäsche grau gefärbt, weil ich nicht wusste, wie ich sie gestalten sollte. Und sie ist immer noch so. Ja, mal gucken, ob ich nur noch umgestalte, ob mir da noch was kommt. Oder ich lasse sie einfach grau, weil das geht eigentlich auch. Ja, ihr seht schon, wie das so ein bisschen gestaltet ist. So ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Teenager halt. Und das ist das sehr mädchenhafte, sehr feminine Kinderzimmer von Amelie. Sie mag ja auch rosa sehr gerne, deswegen hat sie eine rosafarbene Wand bekommen. Auch wenn ich sowas ungern gestalte, aber hey. Und hier haben wir noch so ein bisschen Gemeinschaftsraum, so ein Spielraum mit Tischfußball, mit Domino, mit einem Klavier. Das ist auch Custom Content. Ich werde auch mal ein bisschen mein Custom Content vorstellen und euch dann alles verlinken. Das wird auch noch alles kommen. Und dann können wir hier sogar mal eine Schildkröte reinpacken. Mal schauen, ob wir da mal eine finden. Das ist so ein bisschen Überblick über alles. Und hier haben wir unsere schöne Bilderwand. Da war ich auch sehr glücklich drüber, eine Wand gefunden zu haben für all diese wunderschönen Bilder von Sophia mit ihren Freunden. Ja, gut, dann widmen wir uns hier doch erstmal wieder dem gemeinsamen Grillabend, der Einweihungsparty. Das ist doch auch ganz schön, oder? Ach, ist das schön. Ich muss, wie gesagt, ein paar Bilder machen. Oh, und der Himmel ist auch echt toll. Also in Evansdale waren wir, oder nee, in Meadow Glen waren wir. Da war natürlich der Himmel auch schön, weil er so ein bisschen umgestaltet wurde. Aber auch hier finde ich, auch in Riverview sieht der Himmel auf jeden Fall echt schön und angenehm aus.
Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf, wie das hier aussehen wird. Nein, 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 du brauchst nicht aufräumen. Und du brauchst auch nicht aufräumen. Ah, okay, du willst auch gar nicht aufräumen. Das ist schon mal ganz gut. Oh nein, und er frisst auch. Hä? Wegen Tiberium im Inventar. Hä? Du hast Tiberium im Inventar. Ja, dann gib das mal ihm. Oder wird dir davon auch übel? Nee, okay. Der arme Hund, ey. Apropos armer Hund. Du musst hier nicht vom Boden essen. Du hast hier Gourmetfutter im Napf. Friss mal. falls ihr euch übrigens fragt, was Riverview ist oder wie man diese Welt bekommt, jeder von euch kann die bekommen. Wahrscheinlich braucht ihr dafür ein Sims 3-Konto, aber das solltet ihr hoffentlich haben. Und dann könnt ihr einfach das von der Sims 3-Seite runterladen. Bekannte. Der ist ja quasi Großcousin oder irgendwie so. Dann ist es natürlich klar, dass sie sich nicht so besonders kennen. Aber du kannst dich ja vielleicht mal mit Mika anfreunden. Kannst du Mika herbeirufen? Nee, aber du kannst ja trotzdem mal einfach zu ihr hingehen. Sie kennenlernen. Und mit wem kannst du dich anfreunden? Vielleicht mit Jamie, obwohl Jamie ist noch ein bisschen beschäftigt. Dann freunde dich mal mit Svenja an, würde ich sagen. Und mit wem kannst du dich anfreunden? Mit Ian vielleicht, oder? Mit Ian würde bei ihr Sinn machen. So, Moment, jetzt nochmal. Sie kann ihn gar nicht kennenlernen. Dann schwärmt mal von Pferden. Oh, er wollte wahrscheinlich irgendwo hinschwimmen gehen. Tja, jetzt nicht, jetzt musst du reden. gut, danach würde ich eigentlich gern, genau, einladen, am Gespräch teilzunehmen. Dann können wir vielleicht zu dritt ein bisschen quatschen. Oh, und Leon möchte aufräumen. Nein, Leon. Du darfst dich nicht einfach vor den sozialen Interaktionen sträuben. Du musst hier mitreden. Vielleicht kannst du ein bisschen dich mit Luisa anfreunden. Du kennst Luisa ja quasi so ein bisschen am besten noch von den Leuten hier. Dann quatsch halt einfach mit ihr ein bisschen. Du kannst ein bisschen vom Hunden schwärmen und vom neuen Auto. Und ja. Genau, dann könnt ihr ein bisschen plaudern. Bisschen tratschen. Das ist doch eigentlich ganz cool. Und so können sich die Leute alle ein bisschen gemeinsam... Oh, und natürlich ein Foto gemeinsam machen. Das machen wir hier die ganze Zeit. Dann sollten wir hier auch weitermachen damit. Ist das nicht ein bisschen gefährlich, hier auf der Koppel zu stehen, während die Pferdis hier rumgaloppieren? Aber, na gut. Das passt schon. Aber das ist auf jeden Fall eine der Dinge, die ich auf jeden Fall nicht aus den Augen behalten oder aus den Augen verlieren möchte. Ich möchte auch weiterhin, während wir hier ja, getrennte Haushalte sind, quasi weiterhin die Beziehungen eng halten und dass wir uns weiterhin miteinander anfreunden und so weiter, auch wenn sie jetzt nicht mehr alle zu Hause wohnen. Okay, mit wem könntest du dich denn jetzt noch anfreunden, der noch nicht belegt ist? Vielleicht mit Jamie? Mit Jamie wolltest du eigentlich eh reden, aber scheinbar ist er doch abgehauen. Und dann kannst du ein bisschen von Hunden schwärmen. Oh, über Politik diskutieren. Warum nicht? Und sie rennt auch weg. Okay, dann würde ich mal sagen, können wir so langsam nach oben gehen? Kannst du langsam auf Toilette gehen? Hatten wir Julian eigentlich mal das Autofahren beigebracht? Weil er wünscht sich gerade fahren zu lernen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal machen müssen. Ich meine, zur Not müssen wir es ja nicht zweimal machen. Aber einfach zur Info, ob wir das tatsächlich schon mal gemacht haben oder nicht. Das wäre ganz gut zu wissen. So. Und ich weiß gerade gar nicht, ob ich irgendwas noch vergessen habe zu erwähnen oder zu sagen.
Wenn ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe, was ihr dann vermehrt in den Kommentaren fragen werdet, dann werde ich es einfach nächste Folge nochmal ansprechen. Weil ich weiß gerade leider nicht unbedingt, was mir noch fehlt, um ehrlich zu sein. Aber ja. Ich werde es natürlich auch wie immer in den Kommentaren beantworten, aber einfach, wenn es so eine Sache ist, was irgendwie 5 Leute fragen, dann weiß ich, dass das auch die Leute, die nicht nachfragen, noch wissen wollen. Und an sich lohnt es sich auch immer mal in den Kommentaren zu gucken, ob irgendeine Frage schon mal gestellt wurde, denn das ist oft so, dass ich manche Sachen vergesse. Ich bin ja jetzt hier auch noch total aufgeregt und begeistert von Familie Reuss und dass es endlich weitergeht nach so langer Zeit und dass wir jetzt in einer neuen Stadt sind und dass es jetzt so cool ist hier. Dass das natürlich sein kann, dass ich einige Sachen vergesse, dass ich noch so total in meinen Sachen drin bin. Und deswegen verzeiht mir, dass ich nicht sofort an alles denke. Aber ich würde sagen, du kannst da mal ein bisschen Schaukelrodeo spielen. Und ich möchte gern Leon noch seinen neuen Job wählen lassen. Denn er soll jetzt sich als selbstständiger Schriftsteller registrieren. Das war ja auch eine Idee von euch, glaube ich. Beziehungsweise hatte ich das ein bisschen geplant, dass er sich vielleicht jetzt hier in Riverview zur Ruhe setzt. Er ist jetzt auch ein bisschen älter geworden und nicht mehr in der Journalismuskarriere sein will, auch wenn er da sehr lange war. Er ist bis zur obersten Stufe aufgestiegen in seiner Karriere und dachte sich jetzt, okay, den Spaß habe ich lang genug mitgemacht. Jetzt können wir eigentlich auch da mal so ein bisschen uns zurückziehen und und in die Journalismuskarriere gehen. Und dann kann er ein bisschen, oder nicht in die Journalismuskarriere, in die Schriftstellerkarriere gehen. Und da kann er dann halt auch die Dinge schreiben, die er möchte und nicht die, die seinem Verlag gefallen oder wie auch immer. So, vielleicht können wir uns mit ihr noch ein bisschen anfreunden, solange noch hier ist jedenfalls. Da haben wir irgendwie nicht so viele Sachen, über die wir reden können. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil sie nicht viel zu sagen hat, aber er geht eh schon. Okay, dann würde ich mal sagen, kannst du das ganze Essen wegstellen, Reste wegstellen, das auch. Und ja, ich könnte das einfach in den Kühlschrank ziehen, aber wenn schon, denn schon, dann sollten wir hier auch so ein bisschen... ein bisschen realistisch halten. Das Einzige, was wir nicht wirklich realistisch halten können, ist, die ganzen Pferdis in den Stall zu schicken. Das wird wohl eher schwieriger werden. Warum gehst du nicht auf Toilette? Da ist doch gar keiner mehr. Geht doch bitte mal auf Toilette, mein Kutscher. Da werden wir dann wohl die Pferdis hier rauslassen müssen. Aufschließen. Und dann kannst du mal hier in den Stall gehen. Du kannst in den Stall gehen. Na, Toffi, was machst du so? Die Party von Sophia war fantastisch. Der absolute Hammer. Diese Feier wird noch lange Zeit in aller Munde sein. Sehr schön. Und du kannst ja mal... Gott, haben wir hier irgendwo einen... Nee, wir haben kein Dingens aufgestellt. Aber du kannst hier irgendwie mal einen Schlafplatz suchen. Wir haben ja hier richtig viele Möglichkeiten. Ich würde sagen, du kannst bei Julia in einem Zimmer schlafen, oder? Du kannst dann hier... schlafen. Das ist dann ein neuer Schlafplatz. Verdiene Geld mit dem Verkauf selbstgeschriebener Romane. Kein Problem. Ja, wir haben die Journalismuskarriere beendet. Wenn man ans Schreiben denkt, hat man ein romantisches Aufgabengebiet vor Augen. Doch nur weniger tragen die Isolation und Disziplin, die erfolgreich sind, um großartige Werke hervorzubringen. Okay. Schön für dich. Dann geh du mal ins Bett. Wo bist du? Ja, du kannst eigentlich auch mal ins Bett gehen. Wir wissen ja nicht, wie lange du schlafen musst. Du räumst auf, du kommst wieder nach Hause. Und die Pferdis gehen in ihre Boxen. Genau, du kannst dann eigentlich mal dein Nickerchen machen. Dann gehst du auch in deinem... Oh nein, sag nicht, ihr könnt hier drin kein Nickerchen machen. Nee. Mach dir mir meinen ganzen Plan kaputt. Blöden Pferde. Kannst du hier ein Nickerchen machen? Da kann er ein Nickerchen machen. Wo gehst du jetzt hin, Pferd? Nein. Was ist denn, wenn ich das Ding ins rauspacke? Liegt das daran?
Ich möchte die alle noch kurz schlafen schicken und dann beenden wir die Folge. Also die heutige Folge ist mal ein bisschen länger. Wir haben ja jetzt auch lange drauf warten müssen auf die Familie, ne? Da kann man das schon mal durchgehen lassen, finde ich. Dass die Folge einfach mal ein bisschen länger ist. Wie sieht's bei dir aus? Gut, bevor du dir hier einpinkelst, geh mal lieber auf Toilette und dann ins Bett. Du kannst vielleicht noch die Reste mit reinbringen, bevor wir das Problem haben. Und dann kannst du schlafen gehen. Jetzt sind tatsächlich beide Eltern selbstständig. Das heißt, beide haben keine festen Arbeitszeiten mehr. Das ist ja eigentlich auch ganz cool. Und du sollst schon ganz reingehen. Kannst du da ein Nickerchen machen? Ist das so schwer für dich? Einfach da stehen zu bleiben und... Tja, dann hat mein Plan wohl doch nicht funktioniert. Dann, ich meine, vielleicht könnte ich zwei Boxen draus machen. Vielleicht funktioniert das dann besser. Mal gucken. Ach guck, er kann da schlafen, oder? Ansonsten schlafen die halt in diesem Innenhof. Da muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Da werden wir einfach ein bisschen schauen. Alle anderen sind schon mal auf dem Weg ins Bett gegangen. Schlafen alle. Toffi schläft auch. Und dann warten wir nur noch, dass Flame hier zu seinem Örtchen geht. Hoffentlich auch noch neben seinen Freunden schlafen kann. Nee, möchtest du nicht? Dann schlaf halt draußen. Dann schläfst du draußen. Selbst schuld. Wo auch immer du jetzt noch hingehst. Ah, okay. Gut, dann sind tatsächlich hier alle am Schlafen. Alle gemeinsam. Auch Toffi schläft hier, glaube ich, oder? Toffi schläft hier auf dem... Nee? Toffi? Okay, Toffi schläft hier. Toffi wollte unbedingt hier schlafen. Bei der Musik. Ja, warum nicht? Gut, aber das war dann der erste Tag. Der erste Tag nach dem Umzug. Ihr habt schon gesehen, wir sind ein bisschen später erst umgezogen. Es war so mittags, als wir die Folge begonnen haben. Aber ich lasse jetzt erstmal alles. Wir müssen so ein bisschen schlafen. Guck mal, was die Pferdesituation so ergibt. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Da verlinke ich euch die Haushalte, falls ihr die in eurem Spiel haben wollt. Und wenn es noch irgendwie ein, zwei Fragen gibt, dann schauen wir mal, was ich vergessen habe, diese Folge zu erwähnen. Ich hoffe jedenfalls, das Wichtigste soweit habe ich beantwortet. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ich versuche die Folgen jetzt so möglichst jeden Dienstag 16 Uhr rauszubringen. Aber natürlich, denkt immer daran, es kann immer irgendwas dazwischen kommen. Ich bin auch nur ein Mensch und keine Videomachmaschine. Und es kann immer mal sein, dass... irgendwas dazwischen kommt tatsächlich und dass dann meine Folge nicht kommt oder wenn sie halt nicht am Dienstag kommt, vielleicht kommt sie dann auch erst am Mittwoch und so weiter. Aber das ist so ein bisschen mein grober Plan für den Fall, falls ihr wissen wollt, für wann ich es vorgesehen habe, dass ein bestimmtes Video kommt. Tatsächlich möchte ich am liebsten eigentlich Familie Reuss immer Dienstag 16 Uhr bringen, aber wenn es dann nicht klappt, kommt es einen Tag später. Oder zwei Tage später oder halt erst die Woche drauf. Im Endeffekt kommen halt immer die Videos, die kommen. Und darauf könnt ihr euch verlassen. Das, was da ist, könnt ihr euch jederzeit anschauen. Das ist das Coole. Ja, Leute, an der Stelle beende ich jetzt aber tatsächlich mal die Folge. Die muss ich ja nicht künstlich in die Länge ziehen. Und wir sehen uns das nächste Mal mit ausgewachten Sims wieder. Ciao. Und ich hoffe, ihr freut euch. Familie Reuss. Yay. Yay.